So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Evil Within. Ja, lang ist es her, wo der letzte Part erschienen ist. Der gute Miss Aura Jumper ist sozusagen back, aber ich werde diese Parts jetzt quasi ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil der gute Miss Aura Jumper noch ein paar andere Dinge zu erledigen hat. In der Zeit können wir uns erstmal auf den Benimmstuhl setzen und ein paar neue Benimmregeln lernen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir haben nämlich ein bisschen Gehirnflüssigkeit oder Schmalz, wie auch immer. Und ja, wir gucken jetzt mal. Den Nahkampf könnte ich natürlich erhöhen. Wir können natürlich noch andere Sachen machen und so weiter und so fort. Aber, naja, wir gucken mal. Ich würde sagen, vielleicht machen wir ja sogar die Feuerrate, oder? Das klingt doch eigentlich ganz vernünftig dafür, dass es die normale Pistole ist, beziehungsweise Revolver. Die Magazinkapazität ist jetzt nicht so meins. Eigentlich schon, beziehungsweise das kostet alles schon ein bisschen was. Ja, die Genauigkeit ist natürlich umso besser, ne? Dass es dann nicht mehr so wackelt. Ich würde sagen, das nehmen wir auch. Es kostet genau 2500, also haben wir alles richtig gemacht. So, es gibt natürlich einiges zu erzählen. Der Miss Aura Jumper hat wieder ein bisschen Gesprächsstoff angesammelt und so weiter und so fort. Dazu werden wir aber später kommen. Erstmal werden wir uns auf das Geschehnis einlassen. Also, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ja, wir waren ja im Kapitel 7 stehen geblieben. Der Wächter. Ja, wer ist dieser Wächter? Diesen Wächter kann man in, wie nennt man das noch gleich? Lass mich jetzt nicht lügen. Den kann man in der Exekutier, oder wie heißt das nochmal? Ich kann nicht so gut Englisch, ihr wisst es, Leute. Das ist auf jeden Fall quasi ein DLC, ein Add-on. Und ich ohne Scheiß, ich hab's durchgesuchtet. Also zwar nicht zu 100%, aber ich bin dabei. Und es hat einen riesen Spaß gemacht, ich schwör's euch. Also jedes DLC lohnt sich von The Evil Within. Also auf jeden Fall zugreifen, wer das noch nicht hat, beziehungsweise sich unsicher war. Glaubt mir, ich werde diese DLCs natürlich noch zeigen nach diesem Projekt hier. Aber dazu kommen wir später. So, ihr seht, da kann man nicht so einfach durch. Und ihr seht, es ist giftig, ja. Und das bedeutet, wir benutzen das jetzt erstmal. Dann werdet ihr sehen, was damit gemeint ist. Ja, man kann zum Beispiel A gedrückt halten für die extra... Nee, kann man doch nicht. Ich wollte schon sagen, für die extra Faulen, weil irgendwie der Knopf angehalten hat. Das habe ich noch nie gesehen. Sonst habe ich immer frei Schnauze ganz schnell gedrückt. So, hier müssen wir uns ein wenig vorbereiten. Warum das Ganze, werdet ihr noch sehen, warum. Ich weiß nicht, ob das der Raum war. Kann sein. Kann aber auch sein, dass es erst später war. Ja, doch, ich glaube, das war später. So. Ich muss erstmal auf die Steuerung klarkommen, Leute, weil ich ja momentan ein Nebenprojekt am Start habe, und zwar ein Together-Projekt mit dem guten PK. Und dort spielen wir Dead Space 3. Am Anfang hat man ein paar Probleme, ab dem dritten Part kann man auf jeden Fall meine Parts auch genießen, so halbwegs, kann man auf jeden Fall davon ausgehen. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also, wir haben jetzt hier diesen Funkel, dann haben wir diesen normalen. Und diesen normalen, würde ich sagen, den benutzen wir, aber... Sollen wir das oder sollen wir nicht? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir machen einfach. Wir machen es einfach. Kommt. No risk, no fun. Ja, korrekt, oder? Habt ihr gesehen? Ja, man hat es jetzt nicht so gut gesehen. Aber da war auf jeden Fall eine Falle. Und ja, da kommt jetzt noch ein Gegner. Ich glaube sogar, dass er mich gesehen hat. Ich habe so das Gefühl. Das sind ja die Doppelköpfe. Und da hinten gibt es auch nochmal die Doppelköpfe. Das Problem ist, ich kann jetzt die Falle leider nicht auslösen. Aber ich könnte, wenn ich wollte... Ja! Habe ich getroffen? Ja, den einen habe ich getroffen, definitiv. Der andere, der lebt leider noch. Wow, korrekt. Direkt ein Heady. Verdammt. Munition alle. Ja, Munition alle. Das hast du richtig erkannt. Verdammt, daneben! Daneben! Ja, als wenn das Worms wäre. Kommt her. Alter, ich muss nachladen. Ich Idiot. Warum habe ich denn nicht schon vorher nachgeladen? Das war jetzt totaler Bullshit. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen außer Übung. Aber das wird schon wieder. Keine Sorge. So, wir könnten ihn jetzt abfackeln, wenn ich wollen würde. Aber da habe ich keine Lust drauf. Ich muss erst mal gucken. Ich höre noch irgendwo etwas. Ich weiß natürlich allerdings nicht, ob hier auch noch eine Falle war. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Aber ich glaube, die eine, die kann uns nichts mehr tun, weil die haben wir schon aktiviert.
Ja, da sind auch noch Gegner drin, aber die haben Munition und das heißt, die holen wir uns natürlich, oder? Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich deren Köpfe überhaupt so treffen kann. Boah, Double Headshot. Das war aber nice. So würde der gute PK das jetzt sagen. So, korrekt. Ja, ich habe richtig Bock auf das Projekt. Also, dass es weitergeführt wird. Es tut mir echt leid, dass lange nichts kam, aber der gute Mr. Horrorjumper war an einem, ja, sogenannten kleinen Tiefpunkt und er musste sich erstmal wieder generieren und ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt können wir das Ganze weiter starten. Banjo-Kazooie wird natürlich auch noch fortgefahren werden oder wie auch immer fortgeführt. Aber ich glaube, Super Paper Mario werde ich verwerfen, damit bin ich nicht zufrieden. Wenn ich ehrlich sein soll, mit Banjo-Kazooie bin ich eigentlich auch nicht so ganz zufrieden. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung schreiben, ob euch das gefallen hat oder nicht. Wenn ja, dann mache ich es weiter. Wenn nicht, vielleicht mache ich es dann nochmal neu. Aber jetzt nicht sofort, sondern ein andermal. So, man hört, hier sind nochmal ein paar Gegner. Okay, die Falle scheint nicht mehr aktiv zu sein, weil wir ihn ja quasi so mehr oder weniger weggeschossen haben. Oh, hier haben wir nochmal eine Axt. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Nehme ich die Flasche mit oder die Axt? Was anderes gibt es hier scheinbar nicht in diesem Raum. Hätte ja sein können, dass es hier vielleicht irgendwo diese Statue gibt, aber naja. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, aber der gute Mr. Horror Jumper ist quasi einem Netzwerk beigetreten. Das gute Netzwerk wurde zusammen mit dem guten Sadie, aka Thailänder, quasi mehr oder weniger gegründet. Der gute Panzerkralle und natürlich der gute Drake ist dabei. Also keine Frage. Wer noch dazu kommen wird, keine Ahnung, wir wissen es noch nicht. Es wird alles noch in den Sternen stehen, aber wir werden es euch wissen lassen. So, jetzt bin ich gerade überfragt. Welchen Weg gehe ich denn jetzt? Soll ich hier entlang gehen? Ach ja, stimmt. Dieser Safe, er hat sich gerade bewegt, ihr habt es gesehen. Stimmt. Hier, die Gegner. Jetzt passt mal auf. Wir aktivieren den Schalter. Ja, und das war's mit den Gegnern. Oh, alle platt. Also ich glaube nicht, dass sie überlebt haben. Aber eins wissen wir schon mal. Hier drauf gehen sollte man nicht. Ich glaube, da oben gibt es wieder Stacheln. Da sollten wir auf jeden Fall aufpassen. Holy shit, oder? Naja, also momentan läuft alles ganz gut. Ja, der gute Mr. Horror Jumper ist ja jetzt auch dem Livestream verfallen. Ihr merkt ja, jeden Samstag meistens kommt dann irgendetwas. Und da freue ich mich auch immer richtig drauf. Vor allem auch für die Oldschooler hier unter uns, die dann mal gerne die alten Spiele mit mir genießen, wo ich dann auf euch eingehen kann. Im Übrigen, es gibt ja noch quasi ein Nebenprojekt. Und das ist ja mehr oder weniger Illusion of Time. Ganz genau. Und das ist als Livestream-Projekt. Da müsst ihr ab und zu mal in der Woche reinschauen, wenn ich mal streame und ihr seht es, dann bin ich vielleicht dabei und spiele es gerade und dann könnt ihr dabei sein. Und das wird dann natürlich auf YouTube hochgeladen, ist keine Frage, oder? So, wir haben jetzt alle Gegner hier, glaube ich, pulverisiert. Ich habe irgendwie diesen Drang, die ganze Zeit da drauf zu stampfen, aber das geht nicht, das ist kein Dead Space, Leute. Ja, das ist schon ein bisschen sehr merkwürdig. Naja, okay, so. Was gibt's noch so zu verkünden? Ja, es sind noch andere Projekte geplant. Eins ist schon mehr oder weniger nebenbei am Laufen. Davon ist aber noch nichts veröffentlicht worden und das bleibt aber erstmal geheim. Mehr möchte ich dazu nicht erzählen oder sagen. Der gute PK wird sich darüber, er wird sich auch freuen, beziehungsweise er hat sich schon gefreut und die anderen natürlich auch. Aber es werden noch andere Projekte kommen, vor allem sehr viel auch mit PK. So Leute, darf ich vorstellen, das war der Wächter. Ganz genau, der Safe. Überall, wo ein Safe ist, müssen wir jetzt quasi panische Angst verspüren. Und wir müssen uns jetzt beeilen, weil das Giftgas, wie ihr sehen könnt, oben rechts ist ja der Pegel, oder über uns eher gesagt. Und dieser Pegel zeigt uns, wir sterben. Und das kommt nicht von ungefähr, glaubt mal. Ja, das Problem ist jetzt gerade diese Gegner. Ich hätte mich direkt lieber darum kümmern sollen und ihn töten sollen. Aber wie es aussieht, musste ich jetzt doch gerade einmal was einstecken. Ja, so, wir haben alles abgedreht, Gott sei Dank. Oh, der hat sogar Munition fallen lassen. Das ist aber mal nett. Und dabei haben wir keine Munition extra opfern müssen. Das ist korrekt. Boah, wir haben ein bisschen viel Energie verloren, stimmt's?
Ich muss jetzt gerade überlegen, müssen wir diesen Weg da eigentlich runter? Ich glaube schon. Ich glaube, einen anderen Weg gab es nicht. Ich schaue mich mal erstmal um. Ja, Tatsache. Okay, wir mussten da runter. Ich bin jetzt irgendwie neugierig. Gibt es hier irgendwas? Liegt hier was? Ja, ihr kennt mich ja. Ich suche alles immer ab und so weiter. Ich bin so ein richtiger Survival-Horror-Typ. So ein richtiger, ich liebe die Herausforderungen, beziehungsweise ich sammle auch gerne und verwende alles gegen einen. So, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt hier noch quasi, ja, den Koffer würde ich jetzt nicht benutzen. Ich würde sagen, eine Spritze, damit wir nochmal eine mitnehmen können. Und dann werden wir erstmal hier runterklettern. Nee, aber es werden auch einige Projekte auf jeden Fall definitiv mit PK kommen. Wir haben gemerkt, wir sind so eine Art kleines Dreamteam. Mit Sadie wird natürlich auch noch was kommen und mit dem guten Drake auch. Aber nach und nach. Man muss ja gucken, wann man Zeit hat und so weiter und so fort. Aber ihr könnt euch auf einiges gefasst machen, ja. Das, der Livestream mit PK hier, mit Luigi's Mansion, wo wir zu zweit drauf zu sehen waren, das war nicht der erste Streich, würde ich mal so sagen. Und ich freue mich. Ich habe auch gesehen, einige Leute haben meinen Kanal entdeckt. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mich abonniert habt. Und auch andere. Und ich bin so froh, dass ich Terranigma jetzt endlich beenden konnte für euch. Es hat schon was gedauert, ich weiß. Es tut mir auch leid. Aber, naja, was will man machen? So ist das nun mal. Wenn man keine Lust hat, dann hat man keine Lust. Und das war jetzt total eigentlich nicht gewollt. Was? Ihr lebt noch? Okay, ich wollte schon sagen. Na toll, das war jetzt totaler Unsinn. Aber warum hat der denn überlebt? Alter, Alter, ist das dein Ernst? Boah, ich bin ein bisschen aus der Übung. Korrekt. Ist er jetzt tot? Tatsache, der ist tot. Ja. Nee, aber es werden noch andere Projekte kommen, definitiv. Und ich denke mir mal, dass der gute PK und ich dann auch mal Dead Space 3 nochmal neu spielen werden. Wir haben ja jetzt die Einstellungen richtig eingestellt, nur auf noch einer krasseren, höheren Stufe, je nachdem. Also ich konnte ihn ja mehr oder weniger für das Spiel ein bisschen begeistern. Also zumindest was den Koop angeht. Oh, hier scheint etwas zu sein, Leute. Eine Falle. Ja, korrekt. Boah, ich habe gerade echt Schwein, beziehungsweise Schiss gehabt. Weil, ja, mehr oder weniger, ich komme nicht so ganz darauf klar, auf diese Sache, wenn ich dann sehr lange nicht mehr gespielt habe. Aber das habe ich noch im Blut, irgendwie, ja. Hier gibt es noch eine gewisse Art und Weise, ich weiß nicht mehr genau wo. Man kann nämlich, ich weiß nicht, ob das hier war oder es war an einer anderen Stelle. Da kommt man irgendwie hin. Fragt mich nicht wie. Ich glaube, es gibt hier irgendwo eine Art Schalter oder so. Deswegen möchte ich mich gerade ein bisschen... Oh, das ist eine Leiche. Okay. Das ist ja auch noch eine Leiche. Das sehe ich jetzt erst. Krass, ich bin ziemlich blind, oder? Ja, hier scheint es auch nicht weiterzugehen. Schade. Vielleicht gibt es hier wirklich irgendwo einen Schalter, den man irgendwie abschießen muss oder keine Ahnung. Wenn ihr es wisst und ihr habt das Spiel öfter durchgespielt und ihr wisst, welche Stelle ich meine, schreibt mir das mal bitte in die Kommis, dann kann ich es auch privat nachholen. Beziehungsweise, dann können die anderen Leute das auch sehen. So, korrekt. Also, was wird noch so kommen? Tja, welche Projekte noch kommen? Das bleibt erstmal unter uns, beziehungsweise es liegt in den Sternen, weil ich es selber noch nicht genau weiß. Aber es wird definitiv was sein. Ich habe so ein Gefühl, man kann eines dieser Löcher kaputt machen. Ja, ich glaube schon. Nicht umsonst kann er sich so bücken und quasi er passt da durch. Oder war das sogar da vorne? War das sogar hier? Ich erkenne es jetzt gerade nicht. Ist schon ein bisschen blöd, aber... Naja, okay. Kriegen wir schon hin. Oh mein Gott. Dieses Spiel. Ich finde es ja schon richtig cool, das Spiel. Ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil raus, Leute. Ich würde es so feiern, definitiv. Oh, ich glaube, ich habe ein merkwürdiges Gefühl, was das betrifft, was wir hier jetzt gerade machen. Ihr werdet noch sehen, warum. Ja, ich glaube schon. Dieser Raum kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das war knapp. Da ist eine Falle, Leute. Wie komme ich denn da jetzt nochmal drüber, ohne getroffen zu werden? Ich kann das, glaube ich, abschießen. Das andere bleibt mir eh nicht. Da drüber springen kann er nicht, oder? Nee, spring... Nee, kann er nicht. Okay. Verdammt! Nein, ich... Oh, ich Idiot! Ja, komm, dann benutze ich das. Das geht nicht? Dein Ernst? Muss das aktiviert werden? Fuck! Das war total dumm. Ich hätte es, glaube ich, verhindern können, oder? Kann das sein?
Ich habe selber keinen Schimmer, Leute. Ich glaube, ich werde krepieren. Das Blöde ist, man darf, glaube ich, kein Feuer machen, weil sonst stirbt man. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, korrekt. Jetzt nix wie weg hier. Wie komme ich denn hier raus? Ach, da. Komm schon, bevor die jetzt angekraxelt kommen. Ja, normalerweise habe ich das nämlich doch ent... Wow, der will da gerade noch durchklettern. Nix da, Alter, du bist jetzt da drin. Oh, Gott sei Dank. Verdammt, das war knapp. Ist das dein Ernst? Ich wollte schon sagen, kommt der da durch? Ich knall den jetzt aber nicht ab, das macht keinen Sinn. Boah, ich habe jetzt gerade wirklich ein bisschen Angst bekommen, dass wir jetzt verrecken. Genau, das ist der Raum. Das meinte ich. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Guck mal, was da alles liegt. Jede Menge und auch noch eine Statue. Da kam ich noch nie dran. Ich weiß echt nicht, wie man da hinkommt. Vielleicht, indem man die Falle da nicht aktiviert und man kann da einen Weg gehen. Aber ich meine, diesen Weg konnte ich mehr oder weniger... Ja, ich habe keine Ahnung. Kann man hier irgendwie die Wand? Nee, kann man auch nicht. Okay, ihr könnt es mir ja in die Kommis schreiben. Wäre auf jeden Fall sehr nett von euch. Oder kann ich hier die Wand kaputt machen? Nee, ich glaube nicht, oder? Also mit der Faust ist ein bisschen unrealistisch. Auch wenn das Spiel jetzt auch nicht unbedingt realistisch ist, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich glaube... Ah, hier waren wir eben. Stimmt. Aber wie komme ich denn da hin? Ja, ihr merkt, ich habe echt keinen Schimmer. Das regt mich so auf. Das ist richtig cool. Aber ich finde es nicht. Sorry. Ich muss jetzt leider weiter. Zurück können wir, glaube ich, sowieso nicht, weil, ja, ihr habt ja gesehen, das ganze Gas, ne? Ganze giftige. Hier gab es auch nichts an den Wänden. Da habe ich auch schon mal so nachgeguckt gehabt, privat, weil ich mich drüber geärgert habe. So wie jetzt zum Beispiel. Aber ich weiß echt nicht, was für einen Weg man gehen muss, damit man da hinkommt. Oh, ja. Dankeschön. Das ist aber sehr nett von dir. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Aber, ja, ihr hängt da schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also, keine Ahnung. Bequem ist anders, definitiv. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Wir haben so gut wie fast quasi hier alles abgeschlossen, was das hier betrifft. Wir kommen nämlich jetzt gleich mit dem Wächter in Kontakt. Ja, yeah, mit dem Wächter. Ich gucke jetzt mal. Kann ich hier vielleicht eine Sache irgendwie kaputt machen, damit ich runterkomme? Nee, ich glaube nicht. Oh, Leute. Ich hätte es euch so gerne gezeigt. Aber man merkt, ich bin noch kein Profi in The Evil Within. Auch wenn ich vielleicht so manches vielleicht schon ein bisschen gemeistert habe. So, wir haben gespeichert, also im Kontrollpunkt. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz hier raus und speichern. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ob wir etwas vergessen haben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal gucken. Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie schon gesagt hat. Da gucken wir aber gleich mal nach. Ich glaube, wir haben viel zu wenig, als dass ich das irgendwie aufstufen könnte, sollte, wie auch immer. Ich glaube, das lohnt sich im Großen und Ganzen nicht. Wobei, Scharfschützenmunition, ein bisschen mehr tragen, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Granaten. Ja. Nee, nicht unbedingt. Wobei, die benutzen wir so selten. Ich habe so ein Gefühl, wir sollten das erstmal sein lassen. Ja. Hat eh keinen Zweck. So, der Typ hat sich natürlich wieder am Kopf gepackt. Was bleibt hier denn auch anderes übrig? Ja, diese Tür hasse ich. Die kann man einfach nicht eintreten. Das dürfen wir nicht. Schade aber auch. Aber, wir haben zwar keinen Schlüssel, aber, wenn wir Glück haben, gibt es hier noch irgendetwas, aber ich glaube, das war die einzige Munition, die wir noch mitnehmen konnten, stimmt's? Ja, doch, wobei, das können wir noch mitnehmen. Das waren, glaube ich, diese Explosivdinger. Die können wir definitiv gleich gebrauchen, das zeige ich euch jetzt auch. Ich überlege gerade, soll ich speichern oder nicht? Soll ich den Part wirklich nur 20 Minuten lassen? Ja, ich glaube schon. Tut mir leid, Leute. Dann wird der Part ein bisschen kürzer. Aber in der Kürze liegt die Würze und so sollte es sein. Jetzt lass mich mal überlegen, was überschreibe ich. Also das hier ist der neueste, ne? Das heißt, das hier ist der älteste, den kann ich überschreiben. So, korrekt. Gut, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Der wird definitiv interessanter.
Beziehungsweise dort geht es wirklich zur Sache und wir werden gehetzt und gejagt, wie man es halt in The Evil Within nicht anders kennt. Und ja, dann würde ich sagen, also dann, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.